Ja, herzlich willkommen zu Nie gab es mehr zu tun mit Sven Reuter und mir, Robert Langer. Jetzt haben wir 2 Wochen Pause gehabt, gell? War ganz gut, ist viel passiert. Und bevor wir jetzt loslegen, wie immer, wollte ich mit dir einmal schwätzen, wo wir überhaupt herkommen. Wir sind Ostfildener, das kennt nicht jeder, wir kommen nicht aus dem Osten, gell? Nee, also ich. Ja, aber die Ostfildern, viele denken Ostfildern, das hat irgendwas mit Osten zu tun. Echt? Ja. Die östlichen Filter. Ja. Ist es echt so, dass viele Ostfildern mit Ostdeutschland oder Ost? Genau, ja, schon so. Wenn ich mich hier irgendwo vorstelle, ist es immer irgendwie, ja, die wissen nicht, wo es herkommt. Nur das einzige Vorteil, was wir hatten. Filterkraut. Nein, der einzige Vorteil, was wir wirklich hatten, ist, während der Corona-Zeit hat unser Oberbürgermeister die Waffengewalt gegen Demonstranten eingesetzt. Und das ist immer weltweit bekannt worden. Aber er hat es halt nicht nachhaltig gemacht, glaube ich. Ja. Er hätte noch mal ein bisschen nachlegen sollen. Und da sind wir bekannt geworden damals. Stimmt. Ja. Ich erinnere mich immer noch an den Artikel, wo in der Zeitung stand, Provinzdorf, Bürgermeister gibt Schießbefehl. Schießbefehl. Das war in der Bild-Zeitung damals so eine Schlagzeile, wo ich so gedacht habe, Junge, warum? Das ist wieder so Nachzügler gewesen, so alle viele Bürgermeister haben es gemacht, haben diese Spaziergänger so ein bisschen das Ganze verhindern wollen und haben dann das verboten. Und da gab es ja diesen Passus, man konnte diesen Schießbefehl oder diese Waffengewalt mit aus dieser, wie nennt man das, Verordnung oder was das war, oder Erlass oder was, wie auch immer, konnte man das rausnehmen und es hat es drin gelassen. Und ich fand das damals so, ja, er war wieder einer der Letzten mit, hat es natürlich wieder extrem übertrieben, wie mit vielen Sachen. Und stand dann wirklich so Provinzdorf Bürgermeister erlässt Schießbefehl. Das war so der Cliffhanger. Und was dann an Masse, er hat genau das Gegenteil bewirkt, was er eigentlich machen wollte. Unser kleines Städtchen ist so berühmt geworden, wir hatten Massen an, es wurde aufgerufen, gerade hierher zu fahren, auch aus Filtern, es sind Massen an Leuten. Ich habe selber im Bekanntenkreis damals, die aktiv bei diesen Spaziergängen mit dabei waren und so weiter, der gesagt hat, ja, da kommst du doch her und da, wir fahren heute Abend auch dahin und da, dem zeigen wir es jetzt richtig. Und da habe ich auch gesagt, so, Chapeau, du hast wieder genau das bewirkt. Mega, war gute Werbung. Ja. Für mich war das echt schlimm, das Wochenende. Also ich weiß noch, also das war irgendwie freitags, glaube ich, so habe ich es in Erinnerung, weiß nicht genau. Nur habe ich dann über Instagram und über alles wurde ich dann wirklich mit Nachrichten von Bürgern beschossen, was das soll, was wir hier machen. Ich habe eher den guten Feedback bekommen, weil sie ja mit mir reden wollen einfach, was da passiert. Der OB hatte sich ja zurückgezogen, auch die ganzen Gemeinderäte haben sich da zurückgezogen. Und ich habe schon mit den Demonstranten auch geredet, mit dem Anführer der Demonstration habe ich auch geredet. Und damals war ich relativ ehrlich zu ihm, habe gesagt, dass ich natürlich Demonstration darf man nicht verbieten, auch nicht während Corona. Eben. Das ist ganz klar. Was mir nicht gefallen hatte bei den Demonstranten war, die haben dann so Spießrutenlauf gemacht. Und also die haben dann versucht, die Polizei zu verarschen und dann eben haben doch ihre Wanderschaften durch ganze Ortschaft gemacht. Und da muss man sagen, wir haben schon ein Rechtssystem, da sind sie über die Grenzen gegangen, fand ich. Aber das war nur das, habe ich denen dann auch geschrieben. Per Instagram haben wir immer ausgetauscht. Und tatsächlich haben sie es ein bisschen dann auch zurückgefahren. Ja. Fand ich cool. Meine Stimme hat dann was bewirkt. Mhm. Aber im Gemeinderat, das war ein Drama. Es ist, war nicht schön. Ich hatte dann am Montag drauf, war Bild-Zeitung Interview erstmal. Es war ganz gut. Also da kann ich nichts Schlechtes sagen. Die haben das gemacht, was ich gesagt habe. Also mein Text 1:1 übernommen. Und nur im Gemeinderat fand ich das ganz, ganz schlimm. Ja, also ich saß dann da drin, ich wurde von dem gesamten Gemeinderat, das sind 26 Mitglieder, inklusive mir, wurde ich wirklich geächtet. Und jetzt ob Corona oder was auch immer das war, es ist wurscht egal. Also ich wurde geächtet für meine Meinung. Und da hat mir ein paar auch gesagt, dass man muss jetzt im OB helfen und beiseite stehen. Nein, muss man nicht. Ich habe ganz klar gesagt, Morddrohungen hat er bekommen, das geht gar nicht. Also Morddrohungen habe ich gesagt,
da ist wirklich was überschritten, egal wer, egal was du da machst. Aber das Thema war einfach, ja, Bullshit. Das darf nicht sein. Genau. Ich fand es ja krass, wo das ganze Thema so in der Presse durchgegangen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass wir aus Fülle überhaupt diese Spaziergänger hatten. Das Thema ist, war mir gar nicht bewusst. Ich habe nichts von denen mitbekommen gehabt. Und erst nachdem er diesen Erlass erlassen hatte, oder dieses Ding da, was das Gesetz oder was auch immer, erst dann ist mir aufgefallen, dass wir überhaupt welche hatten. Davor ist es an mir komplett vorbeigegangen. Man hat es in den Nachrichten immer gehört, dass in manchen Städten es welche gibt und die spazieren gehen, das Thema, was damals ja so groß war, um dagegen zu demonstrieren. Aber dass wir welche hatten, hatte ich gar nicht gewusst. Das war ja das Krasse. Und dass es dann so aufgebauscht worden ist, das ist wieder typisch unser OB. Also komplett wieder über Ziel hinausgeschossen und wie bei vielen Sachen mit dem Strom sparen und Weihnachtsmittel. Egal, was er macht, ja. War. Also ich finde es Katastrophe. Ich bin aber jetzt ja nicht mal drin zukünftig, weil das brauche ich nicht. Ja. Genau. Und da muss ich auch wirklich sagen, einen schönen Gruß an alle Gemeinderäte. Sollten sich mal überlegen, was sie damals gemacht haben. Mhm. Ich hatte eine Meinung, die war nicht radikal, die war nicht irgendwie extremistisch oder irgendwas. Ich hatte nur meine Meinung geäußert. Mhm. Und davor wurde ich geächtet. Mhm. Ich kann mir vorstellen, da waren einige Gemeinderäte, die nicht so erfahren sind, bestimmt auch auf meiner Seite oder ähnliche Meinung. Ja. Aber die haben sich nicht getraut. Die haben sich da nicht getraut. Das war das Thema damals. Genau, und das geht nicht. Also das hat mich wirklich geschockt damals. Aber wir wandern jetzt schon wieder, gell? Corona. Mhm. Aber egal, das war eine wichtige Sache für mich. Auf jeden Fall hat das nicht nachhaltig durchgezogen. Er hätte jetzt noch ein bisschen Werbung machen können. Er hätte viel härter sein können in den anderen Sachen auch. Mhm. Da hätten wir auch weiterhin in Usbekistan, in China, USA, überall kam er im Fernsehen. Ja. Echt, so weit? Mhm. Wir waren weltweit, waren wir vertreten. Ja, ich fand es auch peinlich. Aber wir sind aufgefallen und ich finde es negativ. Ja, aber wir sind bekannt geworden. Ja, ja. So, also jeder weiß jetzt, wo wir herkommen, aus dem Waffen. Provinzdorf mit Schießbefehlen. Genau, wir schießen noch auf Menschen, mhm. wenn sie nicht das tun, was wir wollen. Das wollte ich aber gar nicht so ausholen. Ich habe auch keine große Dings. Ich wollte noch eine Sache machen. Cannabis ist ja jetzt legal. Ja. Und hinter der Kamera hier, das sieht man jetzt nicht, züchten wir die ersten zwei Cannabis-Pflanzen auf. Ja, sind noch klein und die werden wir in einem separaten Podcast auch durchführen. Da machen wir das in Echtzeit. Also da zeigen wir, was passieren wird. Und ich hoffe, dass uns auch die Leute ein Feedback geben. Ja, weil wir wissen ja, wir haben keine Ahnung. Ja. Mhm. Also wir werden uns einlesen, was macht man, wie muss man es gießen, woher weiß ich, wie viel THC-Gehalt drin ist. Mhm. Und ich habe noch überlegt, wir haben doch noch, da es ja im Gesetz drei Pflanzen sind, gell? Ja. Möchte ich testen, eine draußen. Mhm. Eine wird im Freien aufgezogen, dann haben wir drei Pflanzen. Und man sagt immer, dass die, wenn du die im Freien hast, nicht so effektiv wären. Ob das jetzt stimmt oder weiß nicht. Ja. Weiß ich, also ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt. Und also grundsätzlich ist ja mal so, dass, also was mich hat das interessiert, also ich muss ehrlich sagen, wo ich jung war, ich habe es mal probiert, aber ich war jetzt noch nie im Kiffer oder so, mal ein Joint oder so. Ja, ich rauche auch nicht. Also ich habe auch nur drei, also kann ich immer nur wiederholen, ich habe drei oder vier Stück geraucht, fünf. Genau. Ich meine, wir waren alle jung gewesen, wir kennen das Thema, glaube ich, alle. Es gibt wahrscheinlich wenige, wo es mal nicht probiert haben. Wenn man jung ist, probiert man es. Geschenkt bekommen. Ja. Auf alle Fälle. Ich muss was trinken, meine Stimme wieder. Mhm. So. Prost. Mhm. Auf unser ersten Video. Prost, Robert. Jetzt mal zum Wohl. Zum Wohl. Ja, so, Stimme wieder da. Ja, ich bin mit meiner Jugend auf das Thema aufgekommen, so wie viele wahrscheinlich anders. Hab mal probiert gehabt, hat mich nie abgeholt. Ja, aber jetzt, wie gesagt, ich habe mich dann interessiert so ein bisschen dafür. Ich habe gelesen, da wo Tomaten wachsen, wächst auch Cannabis. Okay, das passt dann. Das passt dann. Ja, da waren Tomaten bisher drin. Aber bei der Cannabispflanze da hinten wird es, also da möchte ich ganz klar sagen, wir machen es nicht zum Rauchen. Also, gehen wir weiter. Ich habe mich mit dem Thema jetzt auch, also mich hat das Gesetz interessiert. Ich habe so gedacht, ey, 1.4. hier, habe so gehört, so die ersten Kiffer legen los und diese Karten und so, und ich so, na komm, ist legal.
Jetzt hatte ich mal Bock, jetzt möchte ich es mal probieren. Ich meine, ich rauche jetzt ja seit Jahren nicht mehr. Da gibt es ja so Vaporizer, habe ich dann festgestellt. Und habe mir dann gedacht, okay, also, wo kriege ich jetzt Cannabis her? Nirgends. Also vom Schwarzmarkt, ja. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Das Gesetz, 1.4., die haben alles gefeiert. Und habe mich da ein bisschen belesen und du bekommst das in Clubs. Also muss ich Mitglied in einem Club werden. Aber warum soll ich Mitglied in einem Club werden, wenn ich mir einmal was, so ein Ding da bauen will, einen rauchen will? Keine Ahnung, ich kriege das Zeug also nirgends her. Und selbst die Clubs haben momentan wohl nichts. In Frankreich, ja. Also ist aber nicht erlaubt. Du darfst weder aus Frankreich darfst kaufen. Ja, aber ich habe jetzt nachgelesen, ich darf nicht nach Holland fahren, mir was holen. Verboten. Wieso ist es verboten? Ich habe jetzt nachgelesen, wo bekommt man Cannabis her? Und in Deutschland seit 1.4. ist Cannabis, Besitz und Rauch in der Öffentlichkeit legal, aber man kann keins kaufen. Bedeutet, du darfst es nicht aus Amsterdam einführen, verboten. Aus Frankreich, verboten. Online bestellen, verboten. Du darfst, was ich festgestellt habe, ist, du kannst... Das ist so richtig, da werden die Die Dealer, die werden jetzt gepusht. Die Dealer können Party machen jetzt. Die haben wahrscheinlich eine Lobby oder so irgendwie in Berlin, wo das Gesetz durchkam. Es ist jetzt so, man bekommt momentan nirgendwo Cannabis zu kaufen. Gut, und schau mal, das wollen wir dann in dem Cannabis-Podcast genau Step-by-Step durchmachen. Also wir wollen wirklich schauen, was ist legal, was nicht. Genau. Ich habe wirklich Zweifel an dem Gramm, weil wir haben dann drei Pflanzen hier. Stimmt, ich glaube, du darfst 50 Gramm darfst du daheim haben, 30 Gramm darfst du dabei haben. Wie viel kommt da raus aus einer Pflanze? Ich glaube, das ist mehr als 50 Gramm. Was machst du damit? Du darfst es nicht weiter, du darfst es nicht verschenken, du darfst es nicht verkaufen. Also ich werde dann Essen machen, aber dann ist ja schon wieder das Nächste. Du musst ja irgendwie lagern. Also ich glaube, das wird, also da bin ich gespannt, was wir machen. Und wenn es zu viel ist, dann muss ich es halt wegrauchen. Das wäre dann wieder das Schlimmste, weil ich bin kein Raucher. Ja, aber dann würde ich es extra von Lauterbach in die Kamera machen. Ja, also ich finde auch das ganze Gesetz, wir hatten ja auch schon mal privat darüber gesprochen, schon wieder viel zu viel überreguliert. Das heißt, drei Pflanzen, es gibt ja kleine Pflanzen, schnell wachsende Pflanzen, hochwachsende Pflanzen und je nachdem, wie viel du dann rausbekommst, was ist, wenn ich zum Beispiel jetzt bei mir daheim, wir sind zwei Erwachsene, wir dürfen sechs Pflanzen haben, das habe ich jetzt auch. Also sechs Pflanzen? Jeder Erwachsene im Haushalt darf drei Pflanzen. Ehrlich? Ja, also ich könnte jetzt... Dann wir hast eine WG... Überleg mal, so eine 6er-WG, über 18 Jahre alt, dann darfst du ja... Das ist voll. Nee, wirklich, das darfst du machen. Das heißt, jeder Erwachsene im Haushalt ab 18 Jahren darf drei Pflanzen haben. Und wie sollst du jetzt, und jeder darf dann 50 Gramm daheim lagern, aber jetzt überleg mal, du hast da... Also ich habe, wie gesagt, nachgelesen, Cannabis heißt ja auch Weed, Weed heißt Unkraut, also es wächst wie Unkraut. Und überall da, wo Tomaten gut wachsen... Also sie wachsen sehr gut, das muss ich sagen. Wie alt sind die jetzt? So eine, ja, jetzt seit dem Gesetz sind die erlaubt. Sind schon gut gewachsen. Ja, die wachsen richtig gut. Sind ja jetzt optimale Licht haben sie hier. Sie haben auch die lange Laufzeit, dass sie jetzt stark wachsen. Also ich habe gelesen, man muss halt viele Stunden beleuchten jetzt in Wachstumsphase irgendwie. Und dann musst du nachher, wenn die in die Blütephase gehen, musst du weniger beleuchten. Das wird dann spannend, wenn sie draußen ist, ja Tageslicht. Da kann ich es nicht regulieren. Aber hier kann ich ja mit der Lampe richtig regulieren. Also ich habe bei mir auf dem Balkon Tomaten gepflanzt gehabt und ich habe noch ein bisschen Garten und die Tomaten sind gewachsen. Mega. Also wenn ich da jetzt eine Pflanze hinmache, ja, mach doch. Und das Ding wird 2 Meter hoch, also ich weiß nicht, wie viel Gramm ich dann habe, was mache ich mit dem? Oder ernte ich die dann stückweise ab? Ich habe mir auch überlegt gehabt, weil man bekommt ja gerade momentan nichts, darf nichts einführen, darf nichts im Internet bestellen. Soll ich mir jetzt eine Pflanze bestellen? Kann ich die schon rauchen? Stückweise geht, glaube ich. Also ich habe jetzt tatsächlich mich eingelesen gehabt im ersten Step, wie die Phasen des Trocknens und nachher des Verarbeitens ist. Ja eben, ich kann mir nicht meine Pflanze kann ich mir im Internet bestellen, und du kannst, kann ich nicht rauchen. Ja, genau. Und wenn die aufwächst, man kann sie regulieren, wie groß sie wird, also ich würde jetzt nicht auf 2 Meter gehen. Ja. Was weiß ich, bei 1,50 würde ich es dann umstellen oder so, oder irgendwie die Zeit, dass sie dann schnell auf Blühphase kommt und da weiß ich jetzt nicht, wie lange das dauert. Aber dann möchte ich einfach schauen, ja, wir können alles verarbeiten von der Pflanze, außer den Stängel. Also den Stängel darf man nicht verarbeiten. Wurzel? Nee, auch nicht. Okay. Auf keinen Fall. Ja. Nee, da muss ich sortieren kleine Blätter, große Blätter und Blüten. Das muss man separiert trennen. Ich habe gehört, dass kleine Blätter zum Beispiel mehr THC-Gehalt haben und große Blätter weniger. Nicht die Blüten. Die Blüten haben auch sehr viel, aber ja, die raucht man normalerweise, glaube ich.
Ja, so, und das wird genau das Spannende. Ja. Wir verarbeiten das dann drüben im Studio 3. Und dann wird es halt hauptsächlich zum Kochen. Ich will einfach mal wissen, wie das so ist. Ja. Ich würde das mal über Vaporizer nehmen und da gibt es, was ich festgestellt habe. Ja, ich darf aber das nicht. Also müssen wir schon schauen, dass du jetzt eine Pflanze bei dir anbaust. Ja, das ist ja gesetzlich, darf ich dir, glaube ich, nichts geben dann von der Pflanze. Du darfst mir, jetzt ist die Frage, genau, wenn du jetzt kochst, also du darfst das, was du für dich anpflanzt, weder weitergeben noch verkaufen. Genau. Also jetzt ist aber die Frage, was ist, wenn du kochst? Da gibt es mir nicht. Ich darf dir das gekochte Zeug nicht geben, das ist ganz klar. Aber Moment. Hm. Ich muss es auch... Aber warte mal, wenn du jetzt einen Joint drehst, ich glaube, das ist dieser Graubereich wiederum, wenn du das, also einen Joint oder irgendwas hättest und du den rauchst und den wiederum weitergibst, dann gibst du mir nicht das Cannabis weiter, sondern den Joint, was dann wieder nicht der Cannabis... Das ist Frage. Das müssen wir mal gucken. Also genau, das war, also ich glaube, wenn du kochst, war die Frage, da kommen wir dann hin. Genau. Das heißt, wobei aber ich glaube, ist Cannabis oder Haschkeks sind verboten. Man darf, glaube ich, nur Rauch oder ich habe keine Ahnung. Was mich auf alle Fälle mal interessieren würde, ist dieses... Ich würde mir deine Pflanze holen, die nicht, wie sagt man, verändernd ist, sondern einfach dämpfen, entspannen ist. Nee, das habe ich auch gelesen. Also das kommt darauf an, wie lange du sie blühen lässt. Mhm. Da musst du mit der Lupe die Blüten anschauen. Ich werde das auch wirklich fotografieren. Ich versuche dann diese Blüten das irgendwie rein zu fokussieren. Mhm. Also wenn die Blüten irgendwie so blau Schimmer, lila Schimmer haben, irgendeine gewisse Menge, aber da muss ich jetzt aufpassen, das habe ich einmal durchgelesen, dann muss man sie cutten und komplett trocknen. Man darf sie nicht maschinell trocknen, man muss sie wirklich normal trocknen und... dunkel irgendwie. Ich sag, ich das genau, auch so dunkel muss es sein. Dunkel liegen lassen, irgendwie Gläsern und was weiß ich, ich habe keine Ahnung. Genau, und was halt wichtig ist, man sollte nicht im Schlafzimmer haben, sowas. Warum? Die Pflanze hat kleine Härchen irgendwie und wenn du die einatmest, ist das ungesund. Das kann deine Lunge schädigen. Oha. Also die Feldarbeiter haben irgendwie so Lungenkrankheiten immer, die sowas machen. Okay. Ja also hier wird nichts, das ist ja nicht Ding. Naja, wenn du jetzt hingehst und sie schüttelst, also die Kleinen haben ja sowieso nichts. Aber da ist ja nichts dran, das sind nur zwei Bänder. Genau. Nee, aber das werden wir machen. Wir haben auch die ganze Technik, wir haben hier diesen Luftreiniger sogar. Ja, hier wird umgewälzt, die Luft, Schimmelpilz gegen Schimmelpilz, alles hier, dass die Luft sauber ist, ja, wie im richtigen Labor. Wobei auf der einen Seite, kennst du es gerade, wo es verboten war, war es für mich nicht das Thema. Seitdem das Gesetz legal ist, habe ich mich dann schon mal drin interessiert. Ich so, ey, komm, jetzt kann ich eigentlich mal, jetzt habe ich mal Lust drauf. Also irgendwie hat es schon so ein bisschen... Lust drauf gemacht, aber das ist, glaube ich, einfach so, ich würde jetzt nie ein Kiffer werden oder sonst irgendwas. Ich wollte es einfach mal wieder nochmal jetzt vielleicht mit was Guten, wo du wirklich kaufen kannst, aber deswegen bin ich drauf gekommen, es gibt momentan nichts legal, nur bei irgendwelchen, da habe ich auch keinen Bock drauf. Und wir leben hier in Baden-Württemberg. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist. Also in meiner Jugend zum Beispiel war immer das Größte hier, kauf nichts vom Schwarzmarkt. Ja. Wenn du jetzt irgendwo in Norddeutschland bist, Nähe von Amsterdam oder Holland, oder hier näher an Frankreich, dann hast du es vielleicht besser. Aber hier war immer das Problem, hier gab es eine Zeit lang, da haben die sogar wegen Gewicht Blei reingemischt oder sowas. Oh, okay. Und bei einem Zug, dann hast du eine Lungenkrankheit für dein Leben. Mhm. Also hier sollte man nichts vom Schwarzmarkt, irgendeinen Müll kaufen, sage ich mal. Auch heute würde ich es jedem sagen, mach das nicht. Ja, wir machen hier richtiges Bioprodukt. Also auch mit dem Dünger und alles. Also ich habe jetzt extra geguckt, dass die Düngerschicht, die erste, alles Bio, alles gucken, dass wir da keinen Scheiß haben. Mhm. Keine Chemikalien und was weiß ich. Und da wollte ich vielleicht noch kurz, was mich, der Söder regt mich auf. Ja, der ist auch sehr, der, sehr... Der dauernd mit seinem Oktoberfest hier saufen ohne Ende. Ja. Es ist erwiesen, dass die Cannabispflanze nicht so, also ist hinterm Alkohol. Angesiedelt als Droge. Mhm. Davor sind die harten Drogen, was war es? Heroin, und solche Sachen. Meth und all sowas. Genau. Und dann kommt schon sehr bald Alkohol. Ja? Okay, gut. Ich hab gelesen, dass Cannabis auch ein Trigger sein kann für Schizophrenie auslösen kann. Also viele, die in... wie soll ich sagen, ich habe familiär jemanden im Gesundheitswesen und da ist es so, dass diejenige gesagt hat, dass Cannabis auch ein Trigger ist für
gerade solche anfällige Personen, die dann, wie gesagt, Psychosen bekommen können. Mhm. Wobei bei Alkohol, das auch schaltet die Gehirnzellen weg. Und bei Cannabis ist ja, wie sagt man immer? Ich denke, bei allem kann dir was kommen. Genau. Ich glaube immer so, der Spruch ist, die Menge macht das Gift. Ja. Und Söder auch aber. Auch Ecstasy zum Beispiel jetzt. LSD, ja. Ecstasy, das ist halt. Und LSD ist eine ganz andere Nummer, das genau, ist eine harte Nummer, ja. Das ist ja das Thema Hängenbleiben oder auch bei Ecstasy und all solche Sachen. Aber ich denke mal, Söder ist wieder so typisch der, wo komplett dagegen ist, aber in Bayern natürlich scheißt aufs Kiffen, hat er, glaube ich, gesagt, habe ich demnächst was gesehen. Mhm. Bringt unser gutes bayerisches Weißbier. Das ist total, ist also entweder oder, aber Söder ist ja sowieso meiner Meinung nach Fähnchen im Wind, das hast du gesehen. Wo er damals im Winter auch Thema Corona wieder irgendwie auf irgendeinem Berg war, ganz allein mit einer FFP2-Maske. Der, genau. ist sowieso der Typ für mich. Könnt ja hier mit unserem OB zusammen mit Waffengewalt auf die Welt schießen. Genau, also das, ich finde, Söder ist für mich kein glaubhafter Mensch. Söder ist für mich das Fähnchen im Wind und der macht genau das, was er machen soll. Und wenn es so ist und so ist, der hat auch damals bei unserer Bundesregierung oder Bundeswahl, ich glaube, sein größtes Ziel war, dass Laschet kein Kanzler wird. Und deswegen haben wir jetzt unseren Scholz. Und Mir ist auch wichtig zu sagen, dass wir, also ich brauche keine Drogen oder sowas. Ja. Wir haben jetzt hier auch Drogen am Tisch. Stimmt, legale Drogen. Also ich habe immer so, wenn ich was in meinem Leben kennenlernen möchte, ich schon wissen, was tut es, was macht es. Man muss sich aber gut erkundigen und es ist immer Risiko dabei bei allem, was man macht. Also natürlich. Das soll jetzt nicht gutheißen, dass alle hier jetzt anfangen sollen zu kiffen oder genau. irgendwas Essen zubereiten. Es ist eine gefährliche Sache. Auch bei Essen habe ich anscheinend gesehen, es gibt zwei verschiedene Informationen dazu. Der eine sagt, Rauchen ist effektiver, weil es ja direkt in die Lunge geht. Mhm. Aber dann gibt es die tatsächlich Erfahrungen mit dem Kochen haben, die sagen, das mit dem Kochen hat eine bessere Entfaltung, weil du verbrennst nichts. Du machst es effektiv, du holst das meiste raus, es wird zwar im Körper dann schwerer ins Blut kommen, aber wenn es kommt, dann ist es heftig und da muss man anscheinend ganz stark aufpassen mit der Menge. Ja. Und es natürlich immer von Menschen anderen fernhalten, die sich nicht, also deswegen Kekse backen und hier für seine Freunde hinlegen, ist nicht in Ordnung, weil einfach nein, absolut nicht. Menschen anders reagieren. Und genau. Ja, ich sage, ich würde die Vaporizer, also dieses Verdampfen irgendwie nicht rauchen, da gibt es irgendwie so Dinger, das würde mich mal interessieren. Aber guck mal rein, wie man das verarbeiten müsste dafür dann. Genau, und das würde mich einfach... Schauen wir, ob das Gesetz das hergibt, dass aus diesen Pflanzen hier, also ich bin hier der Eigner jetzt. Ja. Dass wie viel kriegst du raus? Nein, dass ich das legal dir geben dürfte irgendwie. Da müsste man mal schauen, ob das machbar ist. Da müsste man ein Gesetz nachlesen. Und ich habe nachgelesen und darfst nichts weitergeben. Ja, aber... Also du darfst davon, dein Cannabis, was du selbst zum Eigenverbrauch hast, darfst du nicht, was ist, wenn's verarbeitet ist? Nicht weitergeben. Also Cannabis, wahrscheinlich verarbeitet ist es ja nicht mehr. Da habe ich nichts gefunden. Ich weiß nur, dass du von dem Cannabis, was du in dem Club... Genau, solche Sachen müssen wir rausbekommen. Das machen wir da dann faktisch wirklich. Genau, weil ich habe so viele Sachen dann, gelesen, das kommt schon wieder. Genau, also momentan auch mit dem Thema Verkehr. Wie wollen Polizisten das kontrollieren? Klar, sage ich auch, bin ich komplett... D'accord damit, wer kifft, sollte nicht Auto fahren. Also wenn ich mir jetzt eine Tüte anziehe oder... Wenn du was säufst, sollst du auch nicht fahren. Richtig. Wobei theoretisch, in Deutschland ist ja sogar so krass, es ist erlaubt, du kannst mit einem Bier am Steuer, darfst du Auto fahren. Es ist nicht verboten. So, und da kommt jetzt zum Beispiel auch das nächste Problem. Das habe ich tatsächlich auch noch mal schon mal eingelesen. Ich habe mir ein paar Sachen habe ich geguckt. THC bleibt anscheinend länger im Körper. Mhm. Es ist länger ist nachweisbar. Alkohol haben wir die Erfahrung, da wissen wir alle. Okay, wenn ich jetzt ein Bier trinke, habe ich vielleicht so und so viel und jede Stunde wird, lernt schon der Führerschein, genau. Theorieprüfung, wird schon drauf getriggert, gell? Ja, 0,1 Promille pro Stunde wird abgebaut. Theo im Durchschnitt. Ich habe da andere Erfahrungen gemacht, dass es auch schneller geht. Das kann auch jeder Mensch ist anders, aber wie ist es mit THC? Wie ist, wenn wir eine Kontrolle haben, wird es gefragt, haben Sie was getrunken? Ja. Haben Sie Alkohol getrunken? Ja. Und hier wird es dann beim Führerschein zum Beispiel auch gelernt, wenn du dann rauchst, dass du nach 2 Tagen erst wieder an Steuer darfst oder sowas. Also was passiert da dann? Keine Ahnung. Also das Gesetz ist so komplex und so verrückt. Ich finde das Schlimmste an dem ganzen Gesetz, also Hauptsache, sie legalisieren es mal. Das war... Genau. Auch wenn es wieder über Bürokratiemonster geworden ist ohne Ende. Aber was ich halt
was mich am meisten stört, dieses rückwirkende Gesetzgebung. Ich glaube, der Lauterbach wollte wirklich, dass es scheitert. Und ich, ja, da bin ich dann auch deiner Meinung. Und jetzt ist das krass, es ist trotzdem durchgegangen. Mhm. Und jetzt werden alle. Das ist das Problem. Ja, und jetzt wird ja geguckt, was ich auch schon gelesen habe oder mitbekommen habe, dass irgendwelche Straftaten, vielleicht ist auch gar nicht so schlecht, rückwirkend mit irgendwie geringe Menge irgendwie eingestellt. Vielleicht ist auch ganz gut so, dass man mal lernt, dass man was rückwirkend macht. Und ja. Naja. So ist es halt. Ja, Führerschein wird auch immer teurer, gell? Oh, da bin ich gerade live dabei. Ich habe eine Tochter. Mhm. Führerschein, mittlerweile gerade ganz großes Thema. Wenn ich überlege, was ich damals bezahlt hatte, ich habe damals mit 16 Jahren meinen 80er-Führerschein gemacht. Ich glaube, ich habe irgendwas mit knapp 1200 D-Mark bezahlt. Ich habe meinen Auto- und Motorradführerschein gemacht. Das waren, glaube ich, knapp 2800 Mark. Und meine Tochter heute, wir haben uns informiert, man muss rechnen mit 3.500 bis 4.500 Euro für einen Führerschein. Und ich finde, der Führerschein in Deutschland sollte, ich finde den Führerschein in Deutschland, die Ausbildung, super. Wenn man den vergleicht mit Amerika, wo man mit dem eigenen Auto hinfährt und das Ding da geschwind macht und so ein bisschen und dann ist das Ding durch. Das ist Amerika, die haben ihr Tempolimit, die haben ihre riesigen Straßen, alles gut. Und dass die Ausbildung in Deutschland von dem Führerschein wirklich so intensiv ist, finde ich auch gut, aber dieser Preis ist einfach, finde ich persönlich mittlerweile so übertrieben, weil der Führerschein muss für jeden zugänglich und erwerbbar sein. Aber ich glaube, also wie du auch, es ist nicht mehr gewollt, dass der Führerschein gemacht wird. Ja, weil, es ist auf jeden Fall nicht nachvollziehbar, dass es so immer teurer wird, immer mehr gesplittet wird. Und Sicherheitsfaktor gibt es dadurch nicht. Passieren dadurch nicht mehr oder weniger Unfälle. Es wird nur mehr Geld umgewirtschaftet in einer neuen Branche. Gut, es hängt ja halt viel dran. Es ist halt, Benzin ist teurer geworden. Das Problem ist, Fahrlehrer muss seine Ausbildung selber bezahlen. Mhm. Also ich habe mich mal da mal informiert, so eventuell in meinem Leben noch mal was zu verändern. Mein Arbeitgeber bietet da Abfindungsprogramm an. Ich habe mir da überlegt gehabt, das eventuell anzunehmen. Du Fahrlehrer, voll gekifft mit dem Joint und mit dem Komm, jetzt fahr mal. Ja, fahr mal hier immer locker und so. Nee. Nein, ich habe mir das mal so überlegt gehabt, so angenommen, so durchgespielt paar Szenarien und da habe gedacht, so Fahrlehrer wäre was Interessantes. Und es ist wirklich krass, dass wenn du Fahrlehrer werden willst, du musst deine Ausbildung für was kostet die Ausbildung? 20.000, 30.000 Euro, wenn du dann Motorrad noch dazu haben willst, nochmal 10.000 Euro. Also du musst wirklich die Ausbildung selber bezahlen. Hast aber aufgrund dieses Mangels an Fahrlehrern natürlich, weil keiner eine Ausbildung macht, wo er selber erstmal bezahlen oder wenige das machen, hast du nachher wirklich gute Verdienstchancen, ist wirklich gesucht der Job. Das heißt, diese Fahrlehrer müssen auch gut bezahlt werden und dadurch wird natürlich Benzin, Fahrzeuge, Energie und so weiter. Es wird alles teurer und das sind die Preise. Ja, Mobilität wird immer teurer. Richtig. Egal und so welche. Führerschein. Ja. Und was gerade auch, also wie gesagt, ich gucke mir gerade die Fragen, das Ganze an. Heutzutage ist auch, ich habe noch wirklich meine Theorieprüfung gemacht. Ich habe diese Papierbögen gehabt, ich habe die angekreuzt, wegradiert. Irgendwann hast du dann schon die Kreuze überall gesehen. Es gibt ja heute über 1000 Fragen mittlerweile und es wird ja irgendwie im April, Mai sollen noch mehr Fragen dazukommen und die Technologie, wo den Führerschein, deine Theorieprüfung, wir haben unsere Kreuzle gemacht mit dem Bogen, das Ding war erledigt. Heute geht es über das Tablet und heute guckt man sich, ich probiere das auch mal aus, ob es noch bestehen würde. Das sind wirklich so beschissene Fragen teilweise. Du kannst ja vorher fünfmal ein Video angucken und dann kommen dann Fragen dazu. Und die sind wirklich so komplex mittlerweile, also es ist krass. Und du musst es angucken, alles anschauen. Und wie bei uns waren das schon eigentlich schlechte, also schwierige Fragen da, wo du sagst, okay. Aber zum Beispiel eine Frage fällt mir gerade noch ein, wo man meine Tochter gefragt hat, ist, wann ist die Rekuperationsleistung bei manchen Elektrofahrzeugen eingeschränkt? Ökomodus, wenn der Akku kalt ist oder wenn der Akku voll ist. Ich weiß es, weil ich es nutze. Beziehungsweise mein Auto, was ich rein elektrisch fahre, rekuperiert immer. Also zumindest simuliert er das, ob es lädt oder nicht. Aber ich weiß, dass Tesla, wenn die kalt sind, die Batterie, in manchen, also für mich war es ganz einfach. Kleiner Dings Einwurf, weil wir auch immer Marken nennen und irgendwas auch am Tisch stehen haben. Ich mache jetzt immer Werbekennzeichen drauf. Wir machen keine Werbung.
Aber du hast jetzt Tesla genannt nochmal, es gibt auch andere Marken. Natürlich wird, Tesla, BMW, Mercedes, in Zukunft, Hyundai, Kia. Nee, wurscht, den brauchen wir gar nicht mehr machen. Ich mache Werbekennzeichen auf die Dinger, weil ich habe da keine Lust drauf. Sorry, dass ich unterbrochen habe, aber alles gut. Kann man dann weiter reden, einfach die Marken nennen und gut ist. Ja, also. Genau. Nee, auf alle Fälle ist es so, was hattest du geantwortet? Also du hast die Möglichkeit, wenn die Batterie voll ist, wenn der Akku kalt ist. Hätte mich gar nicht interessiert, da hätte ich mich bloß aufgeregt. Ja, aber du musst ja die Theorie prüfen. Aber sowas kriegen die Jugendlichen heute vorgesetzt. Die sind noch nie Auto gefahren. Vor allen Dingen, ich finde es ja krass, du hast heute Möglichkeit, 3 Führerscheine zu machen. Du hast ja Schaltwagen, Automatik, das, was es früher schon gab. Und die dritte Möglichkeit ist... Das finde ich zum Beispiel ganz schlecht. Wie? Man sollte Schaltwagen lernen, so wie früher, finde ich. Moment, es gab früher schon Automatikführerschein oder Schaltwagen. Ja, konntest du wählen. Pass auf, man sollte Schaltwagen lernen, die Technik lernen und dann fährst du sicherer auch Automatik. Automatik kannst du nachher dann leichter lernen. Mhm. Der Schritt vom Automatik auf den Schaltwagen ist nahezu unmöglich. Das Anfahren, Rückwärtsfahren, das Kuppeln, dieses Gefühl, das funktioniert nicht. Und, genau. Ja. Und jetzt gibt es eine dritte Variante. Du machst einen Teil deiner Fahrausbildung. Lässt fahren. Nee, einen Teil deiner Fahrausbildung machst du so, du tust auf dem Schaltwagen deine Übung machen, dann machst du 10 Stunden nochmal extra on top, dann machst du eine Kompetenzprüfung in der Fahrschule bei deinem Fahrlehrer, der das bestätigt, ob du schalten kannst, und deine Prüfungsfahrt machst du nach dem Automatikmodus. Das heißt, du kannst dich dann auf den Verkehr konzentrieren. Das heißt, dieser Führerschein ist nochmal teurer. Das heißt, du hast zwar die Möglichkeit, du darfst dann Schaltwagen fahren, aber später bei Upgrades von den Führerschein, was es hier gibt. Eigentlich müsste er billiger sein. Weil du nicht die ganze Kompetenz bekommst. Also. Ja, du bekommst schon. Ja, doch, du musst schalten beim Fahrlehrer, du fährst schalten. Aber du machst keine Prüfung da, das ist dann unsicherer. Die Prüfung war schon nur automatisch. Wenn du dann in den Verkehr kommst mit einem Schaltwagen, ist es eher, dass du dann einen Unfall machst, vielleicht mal. Mhm. Also ich finde es. Das ist Geldmacherei. Es ist Geldmacherei, finde ich auch. Weil, wie gesagt, es ist vielleicht die praktische Prüfung etwas einfacher. Du darfst nach einem Schaltwagen fahren, kriegst aber ein extra Kürzel mit rein, dass wenn du deinen Führerschein erweiterst, dann, dass du nicht alle Möglichkeiten wiederum hast. Also, ich finde es ja eh schon krass, dass wenn ich war, wie gesagt, die Woche bei meiner Schwiegermutter, die hat uns ihren alten Führerschein gezeigt, den grünen auch oder diesen grauen. Das war wirklich, die hat die Fahrerlaubnis für einen Motor. Angetriebenes Fahrzeug, irgendwie so stand es drin, dafür alles fahren. Die durfte Motorrad fahren, Auto fahren, kleine LKWs fahren, da war ja alles komplett drin. Und heute? Heute machst du einen Führerschein und darfst Auto fahren und hab noch einen Hänger dran hängen. Selbst bei uns, wir hatten noch gut und 50er, also oder 45er, darfst du auch noch fahren, oder welcher Traktor, was immer dieses L ist, diese 25er Zugmaschinen. Aber bei uns war es ja schon so, oder mein Vater, der durfte noch 125er mit drin. Und bei uns war es dann so 50er Auto und wir durften ja noch 7,5 Tonnen in unserem Jahrgang. Das wurde ja auch immer mehr weggenommen. Und das heißt, bei dem Preis, wo ich heutzutage für einen Führerschein bezahle, darf ich nachher nur noch Auto mit einem glauben Hänger 3,5 Tonnen fahren. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und das kann heute nicht mehr sein. Wir wohnen nicht alle in Städten. Wir haben nicht alle Züge. Wir haben nicht alle öffentliche Verkehrsmittel. Günstig sind die auch nicht immer unbedingt. Und die auf dem Land, es wohnen wahnsinnig viele Leute auf dem Land, die sind angewiesen auf den Führerschein. Und jetzt überleg mal, du bist eine typische Konservative, oder? Du bist eine Familie, egal, Mann, Frau, 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 Mann, Mann, hast 2 Kinder, du kannst davon rechnen, du brauchst ca. 8.000 bis 10.000 Euro für einen Führerschein für deine Kinder. Ich denke auch ganz ehrlich, das ist zum Beispiel eine Idee, die die Städter, so wie wir hier, die Städter entwickeln, das, wo auch viele die Grünen halt dahinter stecken. SPD ist auch so ein bisschen die Partei, wo dann sagt, wir müssen immer alles verdichten, höher bauen, günstiges Wohnen auf wenig Quadratmeter und sowas. Ich halte das tatsächlich als falschen Weg. Natürlich müssen wir irgendwo verdichten, irgendwo müssen wir auch Metropolen schaffen, um die Menschen irgendwie aufzunehmen. Oder? Aber ich glaube, dass das Gesamtkonzept eher auf die Richtung gehen sollte, wir sollten aufs Land gehen und dort mit der Natur zusammen etwas bauen. Also wir sollten was Nachhaltiges bauen. Und mir ist es dann egal, ob der Mensch 250 Quadratmeter hat oder 100 Quadratmeter, wenn es nachhaltig ist. Ja. Und auch seine Mobilität sollte möglichst nachhaltig sein. Und ich sage dir, jeder Bauer da draußen, jeder Landwirt, jeder irgendwas da draußen, Asphaltraudi, der da auf dem Land lebt, war ich ja heute wieder mit dem Fahrrad unterwegs,
die tun der Umwelt weniger als wir hier in der Stadt. Hier ist ja alles verdichtet. Wir haben hier eine Stadtbahn, die in Stuttgart, alles gut. In Stuttgart ist die ausgelastet. Ist das, hier fährt sie immer hier abends, wenn ich hier runterschaue, fährt sie leer. Ja. Mm. 17 Tonnen wiegt ein Zug, ja, ein nicht ein ganzer. Wir brauchen Mordsenergie zum Anfahren. Die machen Werbung immer und sagen, sie holen sich die Energie zurück beim Bremsen und was weiß ich. Mm. Leute, das ist Beschiss. Eine Straßenbahn. Ja. Das verbraucht Strom ohne Ende. Der Straßenbahn rekuperiert Strom zurück ins Netz. Echt? Ja, ja. Glaube ich denn auch, dass die das dann zum Abbremsen benutzen. Aber es schafft es nicht. Also ich habe zum Beispiel beim ICE, habe ich damals, ich weiß es jetzt nicht, was eine Straßenbahn ist, aber beim ICE ist, einmal beschleunigen ist so viel, wie unsere Stadt den ganzen Tag braucht. Ja. Also muss ich überlegen, wie oft der anhält. Ja, genau. Und jedes Mal wieder hochbeschleunigt. Ja, genau. Normalerweise, wir reden immer... Also, es macht durchaus Sinn, wenn der Zug voll ist, wenn es eine Hauptrouten verbunden sind, aber wir brauchen etwas, wo eben die Logistik und auch die Menschen in andere Bereiche bringt. Also es geht nicht anders. Mhm. Und da denke ich mir, da sind wir voll auf dem falschen Trichter. Dieses, das, was wir hier machen in Ostfildern, immer höher bauen, immer verdichten, immer mehr zubauen. Nein, hier sollten wir jetzt gucken, wie kriegen wir jetzt hier Nachhaltigkeit rein? Wie kriegen wir hier wieder Natur zurück? Weil das war unsere Stärke hier in Ostfildern-Nellingen, in einem Stadtteil. Wenn du hier, das hat mein Freund mal gesagt, habe ich dann tatsächlich geprüft, wenn du hier Google Maps aufgemacht hast. Wir sind zwar eine große Stadt, hier ein Stadtteil, aber wir haben ganz viel Grün noch dazwischen gehabt. Mhm. So, das nimmt man uns jetzt auch. Mhm. Das siehst du zwar nicht als Fußgänger oder sowas, das Grün, aber das tut uns allen gut. Also wir haben da noch Grün, wir haben Bäume innen drin, wir haben Wiesen, wir haben alles Mögliche, weißt du? Wobei, man sieht es schon, ich sehe es selber, wir haben die Grundstücke von da, wo ich wohne, die waren früher, gerade der Kindergarten, wo früher war, da waren Bäume, da war ein kleiner Kindergarten, man hat diesen Kindergarten neu gebaut, da die Sauna damals geopfert gehabt, neben Hallenbad, und hat das ehemalige Stück Kindergarten dann für Wohnhäuser freigegeben. Da stehen jetzt, ich glaube, 5 Reihenhäuser drauf. Das heißt, man hat die Fläche versiegelt. Das andere war, ein bisschen weiter hinten war ein relativ großes Grundstück mit viel Wiese, mit einem großen Haus drauf. Das Haus wurde abgerissen, da hat man jetzt mehr Familienhäuser drauf gebaut. Das heißt, das Gleiche, was im Scharnhauser Park passiert, ist, dass es immer, ich habe das Gefühl, jedes Jahr, wenn ich im Scharnhauser Park spazieren gelaufen bin, auf diesen ehemaligen Treppen der Landesgartenschau, es wird dunkler und grauer. Und meine Mutter wohnt da auch noch so in diesen ehemaligen Baracken, und die sind ja jetzt mittlerweile bis ran an die Straße, haben die alles zubetoniert in Grau. Und jeder grünen Wähler, der dort lebt, soll sich überlegen, was er da macht. Es ist gut, dass er da lebt, das ist ein schöner Stadtteil. Ja? Er war schöner. Ja, alles gut. Aber was wir da eben machen, da sollte jeder Grüne aufstehen und sagen, so nicht. Richtig. Und das Schlimmste... Jeder, der für die Umwelt ist. Genau. Und das Schlimmste, was ich immer noch finde, ist an Champagner, diese furchtbaren Hochhäuser, die sie da gebaut haben. Ich fahre jeden Tag die Strecke da lang, also über die B10, und sehe dieses an der Champagne, dieses, wir reden über die Hochhäuser an der Rostocker Straße, genau, wo es den Hangrutsch damals gab. Und das war früher alles so eine schöne grüne, also man ist ins Grüne gefahren. Ich bin aus meiner Arbeitsstelle aus Stuttgart nach Hause gefahren, bin in das Grüne gefahren. Und jetzt sehe ich wirklich diese Klötze an diesem Berg. Das ist so, es passt so nicht rein, dort, ist kaputt also gemacht. Ich hätte mir dort, es war ausgeschrieben damals, und er hatte gewonnen, ein Architekturbüro, das hat dort Einfamilienhäuser hingebaut, immer mit viel Grünfläche. Und es hat wirklich schön ausgesehen. Also es war nicht hochgebaut, es war über die ganze Fläche. Es war mehr verdichtet, theoretisch, aber es waren immer Gärten dabei. Hätte ich dort gerne gesehen, hochwertiges Wohnen, wo man einfach sagt, hier kann man auch dann mit Solarenergie herstellen. Ja. Hier kann jeder, der da wohnt, selber dafür sorgen, ja, der Umwelt weniger Last zu sein. In den Hochhäusern schaffst du es nicht. Nee, gar nicht. Dein Elektroauto? Muss aus dem normalen Netz holen. Genau. Deinen Garten hast du keinen. Ja, du bist gut, bevor hier wieder irgendwelche kommen, das ist Nordhang und da gibt es keine Sonne. Stopp. Wenn du ein Wohnhaus hast, die Sonne gibt es wirklich. Ja, du kannst was machen. Es gibt mittlerweile Module, die diffuslicht sind.
war es nicht die Erträge, die jetzt bei... Aber Gemeinderat hatte damals diskutiert. Die Grünen haben diskutiert damals und die Grünen haben gesagt, es soll weniger verdichtet werden, also weniger. Ja. Und es soll höher gebaut werden. Das ist eine Schande. Ich sage wirklich, jeder, der da einzieht, viel Spaß. Mhm. Das ist eine Schande für Ostfeldern. Mhm. Also ich sage, das ist der größte Dreck, was wir da gemacht haben. Furchtbar. Ist aber jetzt 10 Jahre her, also da hat man ja sich über 10 Jahre gestritten und der Bürgermeister kam da nicht mal raus. Also das ist jetzt leicht zu sagen, das hätte man nicht machen sollen. Da hat er vor 10 Jahren den Fehler schon gemacht. Man hätte eigentlich im Ostfelder Nerlingen sehen müssen, so ein Hochhaus, was wir da haben, der Schandfleck, dass man sowas eigentlich nie wieder machen wollte. Ist jetzt, wie viele Hochhäuser gibt es? 4, 5? Ich glaube 4 oder 5 habe ich gezählt, sind jetzt... Genauso. Mhm. Die sehen in 20, 30 Jahren auch nicht mehr aus. Und es sind jetzt mehr Wohnungen wie gedacht? Ist immer so. Da fällt wahrscheinlich zufällig mehr aus wie gedacht und geplant und wie das Baugutachten. Und unser Oberbürgermeister jetzt wieder hat dann damals gesagt, dann können mehr Leute diesen schönen Hang und diesen schönen Blick nach Stuttgart sehen. Nee. Es sind nur ein paar Wohnungen, die den Blick haben, der Rest ist nach drüben. Ja. Also ich finde auch, das ist der größte Quatsch. Sozialer Wohnraum, ich denke, die Wohnungen werden nicht günstig zu haben sein. Das heißt, es wird wenige geben, die sich leisten können. Der Blick ist wahrscheinlich auch nicht besonders gut. Die denken dann, wir haben sie eine familienfreundliche Stadt. Sie haben hier schöne Natur noch. Sie haben eine Stadtbahnanbindung. Das Ding wird schon Leute anlocken. Mhm. Aber da will ich, darf ich das Thema kurz wechseln? Natürlich. Weil wir haben aktuell wieder das Kindergartenproblem ja hier. Es ist jetzt geplant, eine Demonstration. Mhm. Und da gibt es immer wieder auch Kommentare im Internet oder so, die dann eben das nicht verstehen. Die sagen einfach, es ist ein Fachkräfteproblem und sowas. Nein, ist es nicht. Das ist Quatsch. Richtig. Bei uns in Ostfildern haben wir verdichtete Kindergärten. Da will keiner mehr eine Ausbildung machen. Hier bei uns in Ostfildern. Die gehen lieber nach Esslingen und sonst wohin. Dann ist nächste natürlich, man sucht sich den Kindergarten aus, wo man Bock hat. Mhm. Ja. Und ganz viele Leute sagen sich, also wenn du in die Ausbildung gehst, schau dir die Kindergärten hier an, das ist ja nicht mega. Es gibt gute Kindergärten, wo man wirklich Bock hat. Und die Container. Ja, das ist bei hier eine Katastrophe. Also das ist, ich meine, die Kinder, unsere Kindergärten sind Container. Und dann ist ja die Verdichtung, wie hast du das mal genannt gehabt? Das heißt, man sagt, pro Erzieher kommen so und so viele Kinder. Genau, und das ist wir bei uns, lassen hier mehr zu. Genau, das heißt, du hast von der Ausbildungsqualität gar nicht die Möglichkeit. Das heißt, jeder Kinder, Erzieher oder wie man das auch nennt, Erzieherin, Erzieher oder wie die Kinder, die wo da arbeiten, die haben eh schon eine höhere Anzahl von Kindern und sollen dann noch die in Auszubildenden. Das heißt, Container. Es gibt viele Lösungen. Es gibt viele Lösungen. Du kannst einmal Hilfskräfte einstellen, nicht für die Kinder, sondern für die Erzieher. Das heißt, das ganze Zeug drumherum, das Aufräumen, das Putzen, das was weiß ich, das kann jemand anders machen. Mhm. Gute private Kindergärten machen das. Und was ich immer sage, wir müssen auf den Feldern hier bei uns im Kreis ein Ausbildungszentrum schaffen. Mhm. Ja. Sagt sogar unser OB, da wo eine Ausbildungsstätte ist, gibt es keinen Fachkräftemangel. Weil die Leute kommen dann her zur Ausbildung und sagen, ach, hier ist doch schön, hier will ich leben. Das sind Lösungen, das sollte man machen. Einfach machen. Und jetzt demonstrieren eben die Eltern wieder und wir werden von Meinungsmonopol die unterstützen, werden wir auch ein Interview machen und so. Ja. Machen, einfach machen. Genau. Das Thema Kindergarten ist halt wirklich schwierig, weil es betrifft immer nur die, die es brauchen. Und wenn das Thema erledigt ist, so wie bei uns beiden, dann ist es ja eigentlich relativ egal. Das Thema Kindergarten, Schule, dann geht es vergessen. Das heißt, egal, kann man nicht sagen, dann hat es wieder andere Prioritäten und dann ist nicht mehr ein Fokus. Das heißt, die Wählerschaft ist relativ gering und ist deswegen leider zu wenig unterstützt. Und es ist eigentlich schon, weil Kinder ist unsere Zukunft und in Kinder und Bildung sollte man eigentlich. So, und hier ein Dings an alle hier in Deutschland: Kümmert euch einfach darum. Nicht einfach nur meckern, nicht einfach nur rummachen, auch hier nicht an uns rummeckern, dass wir irgendwas sagen, sondern tut mit, helft mit, versucht Lösungen zu finden. Ich finde es super, dass die Eltern jetzt wieder hier demonstrieren. Ich sehe ein Problem, der Gemeinderat ist komplett d'accord mit dem Oberbürgermeister, komplett, aber wirklich komplett. Ich habe da keinen, der wirklich sagt, wir müssen hier mal radikal was ändern. Mhm. Nein, die sagen, ja gut, wir haben Fachkräftemangel, bla bla. Ja, geht mir so auf die Nerven. Ja, ist immer das gleiche Thema. Und wir dürfen eins nicht vergessen. Jede Firma, die hier sich ansiedelt,
sind Menschen da, die einen Job haben, ja, und vielleicht auch Kinder haben wollen. Und jetzt müssen auch manche zu zweit schon arbeiten gehen oder man möchte irgendwie halbtags oder irgendwas machen, man schafft, teilt sich das irgendwie und man braucht einen Kindergarten einfach für den Lebensalltag. Und da sagen hier die Unternehmer schon, was mache ich denn? Ich habe hier Feuerwehrler, die sind freiwillig mit drin, springen mir dauernd weg vom Arbeitsplatz, ist ja alles gut. Dann habe ich Leute, die kriegen Kinder, kommen nicht mehr in die Firma, auch später nicht mehr, weil sie keinen Kindergartenplatz bekommen. Eben. Und so geht es weiter. Und das ist ein Kreislauf. Und der Fachkräftemangel kommt da deswegen. Wir wollen doch, dass Familien kommen mit Kindern. Es sollen doch lieber 2 oder 3 Kinder geschaffen werden. Ja? Richtig. Wir brauchen ja später Leute für die Rente. Ja, die Fachkräfte müssen ja irgendwo herkommen. Genau, die Fachkräfte, wir brauchen und Leute für die Rente. Deswegen bin ich da so dafür. Ich werde keine Kinder machen. Ich habe jetzt nichts vor, irgendwie kaufe keinen Kindergarten. Nee, aber was viele eigentlich vergessen ist, selbst wo sagen, mir doch Kinder egal, aber die Kinder sind die neuen Fachkräfte von morgen. Die Kinder sind die Rentenzahler. Die Kinder sind unsere Bildung und unser Wohlstand. Keine Kinder, sonst sind wir irgendwann alle alt und wir pflegen uns, wenn wir alt sind. Ja. Und das ist das Thema. Jetzt habe ich noch eine Sache. Ich weiß nicht, wenn du noch was hast. Kann man auch noch mal, wenn du ich lasse mir heute, wir haben uns heute vorher gesprochen, heute ist Robby ein bisschen das. Gibt ich würde gerne noch ein bisschen Werbung von Ding machen. Ich habe ja letztes Jahr ein Projekt gestartet gehabt über meine Fitness hier, über meinen Ranzer auch hier. Einfach fit werden. Ja. Ich habe das Problem, ich habe mehrere Verletzungen gehabt, also meine Füße, beide Füße. Ich hatte rechts, war komplett ausgekugelt. Mhm. Links ist ein Mixer, kann man sagen, durch die ganzen Bänder und Sehnen gegangen. Meine linke Schulter ist am Sack, aber richtig am Sack. Das meiste waren keine Sportunfälle, nur die Schulter, war Wintersport. Das andere waren Alltagsunfälle, also wirklich nicht schön. Und ich war immer eingeschränkt. Und jetzt habe ich letztes Jahr angefangen und es war gut. Ich bin jetzt wieder fit, aber das Problem ist, ich kann immer noch nicht joggen. Mhm. Ich habe Schmerzentwicklung auch beim Radfahren, wenn ich Trails fahre. Mhm. Also ich fahre ganz normal Fahrrad, aber ich kann jetzt nicht irgendwie sagen, jetzt machen wir mal richtig. So Downhill und genau, so weiter. Genau, ja, leichter Downhill geht. Aber ich merke es dann abends, ich kann dann kaum mehr gehen. Ja, also die Muskulatur kann es nicht verarbeiten und die Sehnen sind immer noch am Arsch. Mhm. Jetzt habe ich ja letztes Jahr hier auch im Podcast einen Personal Trainer kennengelernt, der anders ist wie sonst, der genau darauf ausgestattet ist oder ausgestellt ist oder sich professionalisiert hat auf Schmerzen. Und bei dem mache ich jetzt weiter. Ich habe jetzt diese Woche mit ihm vereinbart, dass ich 3 Monate mit ihm Hardcore reingehe und wir versuchen, diese Schmerzen zu reduzieren. Ich hatte da jetzt einen Test mal laufen, auch schon Trainings. Mhm. Und er hat schon gesagt, ich bin ein kleiner Krüppel. Aber man kann das einfangen. Ja. Super. Ja. Und das werde ich auch nochmal im Podcast separat auf einer anderen, also nicht auf Meinungsmonopol. Ja. Das mache ich über unsere Studio-Webseite und auf meiner robert-langer.com. Mhm. Lasse ich da die Leute teilhaben. Mal gucken, ob der das schafft. Das ist Aktivtraining Jung. Mhm. Der ist hier in Ostfildern. Und hat mich fasziniert. Die ersten Übungen, wo wir gemacht haben, also die richtigen, nicht nur Training, nicht nur Tests, sondern die echten Übungen, haben schon eine kleine Reduzierung oder eine höhere Belastung hinbekommen. Mhm. Also ich kann jetzt schon jetzt nach einem kurzen Training was machen. Er hat aber gesagt, er bräuchte 2 Jahre dafür. 2 Jahre. Mhm. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Es sind wirklich harte Unfälle gewesen, also Fuß ausrenken. Das möchte ich keinem. Der war aber sehr nett mit kleiner Krüppel. Ja. Also bei 2 Jahren sich wieder einigermaßen links zu liegen. Links konnte ich einmal laufen, da war ich ja im Rollstuhl erstmal. Ich bin mit dem Flieger zurückgekommen im Rollstuhl. Haben sie mich am Flughafen dann abgeholt. Ja. Und der linke Fuß sind die Sehnen auch wirklich eckig teilweise. Also die sind nicht mehr rund. Wenn du so rüberfährst, du siehst, dass die eckig, die waren gequetscht und das siehst du heute. Ja. Aber jetzt mal gucken. Ja, dann und ob Erfolg. Ich joggen kann, weißt, dann kommt auch automatisch Gewicht runter nachher, wenn ich jetzt wirklich Sport machen kann, ohne dass ich jetzt eingeschränkt bin. Also ich möchte schon mal wieder joggen können. Dann können wir mal joggen gehen. Ich war die Woche auch mal joggen gewesen. Gleich mal so, ich glaube, das waren fast 1 Stunde 10 Minuten für 7 Kilometer. Also ich habe meinen Hund dabei. Das ist aber gut, ich würde ja nicht mal die 7 Kilometer gerade schaffen. Ich bin früher 10 Kilometer in 45 Minuten gelaufen. Ja. Dann kam der Unfall. Ja. Und jetzt würde ich sagen, also ich schaffe 7 Kilometer gar nicht. Mhm.
Gut, ich hatte zwischendurch, ich habe langsam gemacht. Ich habe immer geguckt, dass ich zwischen an und ab. Das ist tatsächlich witzig. Ich kann mit dir loslaufen. Ja. Ganz normal 1-2 Kilometer. Dann geht schlagartig, mach das zu. Ja. Und dann geht es. Dann ist so ein Schmerz, dass ich anfange zu humpeln und dann muss ich mich mit dem Taxi holen lassen. Das ist krass. Mhm. Ja, ach so. Dann guck, dass du in Ordnung kommst, ja, und dann genau. Gehen wir mal nochmal. Dann mal laufen, dann halten wir das auch auf Video und dann zeigen wir es den Leuten. Mal gucken, so, ob wir es hinbekommen oder nicht, dann, ob ich scheide oder nicht. Ja. Freue ich mich drauf, wünsche dir viel Erfolg. Ja, so. Ich bin durch für heute. Ja. Man hast du noch irgendwas mit Politik oder? Ah, da gibt es Themen, du weißt, da können wir mal nochmal ein anderes Thema drüber machen. Es gibt gerade so viel, was mich so ärgert und wieder aufregt. Ich würde eine Umfrage machen, über worüber wir reden sollten. Können wir machen. Was wären denn so deine Punkte, wo du mal ausgiebig reden wolltest? Also was mich gerade extrem ausgiebig wirklich stört, ist, unser FDP hat gerade wieder guten Moment. Herr Lindner hat vorgeschlagen, wir sollten wieder unsere kalte Progression, das ist ja die Steuerkurve, die so ein bisschen unser Steuersatz festlegt oder auch bei Familien dann das, die Einkommensteuer. Das Problem ist immer, dass mit jeder Lohnerhöhung, die wir bekommen, sich unser Finanzminister am meisten freut. Da durch die Lohnerhöhung oder auch der Mindestlohn, der jetzt eigentlich gekommen ist, man ein höheres Jahresbrutto hat und auch mehr Steuern abführen muss. Das heißt, jede Lohnerhöhung steigt man theoretisch ein bisschen in der Steuerklasse oder in der Abgabe. Nicht in der Steuerklasse, das war falsch mir gesagt, sondern man muss mehr versteuern. Und der Lindner wollte das wieder anpassen, so wie es bei den Politikern ist. Die haben ja mittlerweile eins, ihre Diäten sind an die Inflation gekoppelt, so wie die Renten, glaube ich, an die Tarifergebnisse, glaube ich, gekoppelt sind. Das heißt, gibt es... Und also da, was ist das Thema dann? Das Thema ist einfach da, dass Lindner jetzt auch dieses Jahr wieder er wollte grundsätzlich die kalte Progression, die Steuerkurve an die Inflation koppeln. Das hat die haben Grüne und SPD abgelehnt. Die sagen immer, die wollen lieber mehr Mindestlohn und er möchte jetzt erneut, was er letztes Jahr schon gemacht hat, die kalte Progression, das heißt... Ja, was willst du denn reden? Ich möchte einfach darüber reden, warum SPD und Grüne das verneinen oder dagegen sind, aber den Mindestlohn und irgendwelche Rentenerhöhungen forcieren, was aber jede Rentenerhöhung ja auch wieder durch die kalte Progression eigentlich mehr abzögert. Also ganz kurz gesagt ist, wir müssen unsere Steuerkurve nach oben verschieben, bevor also wir... Über die Steuer, also Lohnsteuer reden. Ich möchte über nicht nur Lohnsteuer, das gilt auch für Rentner. Das heißt, wir haben einen Steuerfreibetrag, dann kommt diese Steuerkurve und Lindner und die FDP wollte die an die Inflation koppeln. Also, da mache ich gerade eine Umfrage, genau, ob man das macht. Was wäre Nummer zwei? Jetzt hast du mich erwischt. Eigentlich war das Thema, wir können auch mal über Social Media reden, das ist ja auch wieder ein heißes Thema. So ein bisschen, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, gerade Instagram, alles so, was wird so Social Media. Dann Punkt 3, Corona nochmal aufarbeiten. Ich möchte gerne über Corona. Nochmal ein Corona-Podcast, okay. Corona-Podcast, wirklich alles. Sollen die Leute entscheiden. Wirklich, Corona wird mich nochmal interessieren. Du hast ja recht, mich regt es auch auf, dass man nicht sich die Aufarbeitung wirklich beschissen. Also macht keinen. Ja. Man wird auch keine machen, glaube ich. Da können wir ruhig, meinetwegen, das ist nicht nur Corona, dann es geht allgemein um Politik, würde ich sagen. Da hatte ich mir nämlich zuletzt auch noch überlegt, als Lauterbach wieder was geschrieben hat. Mhm. Da ist gar kein Ansinnen, was aufzubereiten. Das liegt aber nicht nur mit Corona, das liegt in allgemeinen Themen. Genau. Aber was noch interessant ist. Drei Sachen, mehr frage ich nicht. Ach komm, mach vier, alle guten Dinge sind vier. Ich habe heute gelesen, Cem Özdemir, das ist vielleicht ein baden-württembergisches Thema. Unser Kretschmer geht ja nächstes Jahr 2025, wann sind Wahlen? 25. Landtagswahlen, genau, in Baden-Württemberg. Das ist, glaube ich, 25. Unser Kretschmer, Grüne, wird nicht mehr antreten. Die CDU hat gesagt, sie möchte keinen Wechsel des Ministerpräsidenten mehr vor der Wahl. Klar, würde ich auch nicht machen. Und Cem Özdemir geht wohl so ein bisschen in die Startreihenfolge, um sich zu positionieren als neuer Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Okay. Und möchte dann. Reden wir über den Özdemir. Genau, kann man auch machen. Grün mit Özdemir Baden-Württemberg. Werden das die Grünen nochmal schaffen? Irgendwie was jetzt, genau, mach so. Ich mache eine Umfrage zu. Super. Und dann treffen wir uns nächstes Mal und schauen, wie das jetzt mit dem Videopodcast hier so lief. Gerne Rückmeldung dazu. Jetzt habt ihr auch mal so ein bisschen die Gesichter zu den Stimmen. Das war unser. Die Drogen vom. Ist jetzt kein Bier. Söder? Gut, ist kein Bier, wir sind... Wasser mit Zitrone. Wasser mit Zitrone. Limette. Das war unser Debüt mit Video. Gerne auch Rückmeldung.
Kann man hier auch meinen Ranzen schön beobachten, wie der sich verarbeitet? Richtig, ich habe mich extra ein bisschen so hingesetzt, dass es bei mir etwas vorteilhafter aussieht. Ich hoffe, man erkennt die Unterschiede. Also, danke fürs Zuhören, Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert Langer und Sven Reuter. Svenja Reuter. Oh, Roberta. Ciao. Ciao. Dies war eine Produktion der Radical Live Studios. Nicht vergessen, folgt uns auf Spotify oder Apple Podcasts.